Ihr habt mir ein Video geschickt, da baut jemand mit Bart aus einem Bild eine Website. Bart, ihr kennt es, die ChatGPT-Variante von Google, ist gerade in Deutschland verfügbar geworden. Und mir ist aufgefallen, stimmt ja, wir haben ja jetzt allmählich wirklich multimodale KI, also KI, die auch mit Bildern als Eingabe klappt. Also lasst es mal testen. Willkommen, liebe Hexen und Hexos, zu den Dev-Trends. Normale Menschen wie Backend-Entwickler oder Hacker brauchen keine grafische Oberfläche. Manche scheuen sie sogar so wie das Licht einer IDE im Light-Mode. Echte Hacker bevorzugen die Dunkelheit eines leuchtenden grünen Terminals. Aber diese verdammten Endbenutzer, die wissen einfach nicht, wie sie da hinkommen. Und für die brauchen wir grafische Oberflächen. Clicky Bunti. Mit Buttons. Und dafür haben wir normalerweise Frontend-Entwickler. Danke. Aber Gott bewahre, manchmal müssen wir leider als Full-Stack-Entwickler unseren Job machen und wollen trotzdem irgendwann unsere Familie wiedersehen, ohne dabei draufzugehen. Nutzen Sie nun dafür eine KI, um Ihren dreckigen Code wieder sauber zu machen. KI baut Ihre Frontends, ohne dass Sie Ihre Finger bewegen müssen. Or does it? Lasst uns mit dem Standardprozess beginnen, der auch in dem Video vorkommt. Wir nehmen eine Vorstellung, die wir haben, und bauen das in Figma zusammen. Figma ist eines der berühmtesten Tools auf dem Markt und Gott sei Dank bedienen es meist die Designer dieser Welt, denn programmieren muss man darin nicht, sondern Frontends designen. Ich habe mal kein eigenes erstellt, sondern das Design aus der Demo genommen. Das screenshotten wir uns jetzt einfach mal und wollen dafür eine Website, die in der mobilen Ansicht das zeigt. Screenshots übrigens deswegen, weil ich dann exakt den Bereich habe, den ich will. Anschließend bei Bart hochladen und ihm sagen, dass wir eine UI aus dem Bild bauen wollen. Das Ergebnis ist beeindruckend. Fast wie das Original, nur halt ein bisschen anders. Nun ja, danach habe ich versucht, Bart in die richtige Richtung zu drücken, habe ihn korrigiert, bisschen argumentiert und sogar noch ein kleines bisschen nach dem Namen der Person gefragt. Ihr seht, wie gut das geklappt hat. Nach 3 Minuten 30 Sekunden dachte ich mir, auch wenn ich es hasse, ich kann das selbst schneller. Besser für LLMs ist also, ich beschreibe mein Layout sehr, sehr exakt und modifiziere anschließend den Code. Warum existiert dann dieses Video? Naja, Glück könnte ein Faktor sein. Außerdem ist die UI extrem minimalistisch und repräsentiert eigentlich nicht unbedingt das, was man normalerweise alles auf einem Mockup hat. Ein Screenshot der Academy würde ich da nicht einhängen wollen. Aber das ist noch nicht alles. Wir schauen uns das nachher nochmal genauer an. Und es gibt ja nicht nur Bart. Was ist denn mit Bing? Das kann ja offenbar Bilderkennung richtig gut. Vielleicht kann ich damit ja endlich wieder Jobs kürzen und den Chef raushängen lassen. Reichtum und Wohlstand in meiner Sommerresidenz auf Island. Doch keinen Zugriff auf Bildverarbeitung. Diese elenden Gatekeeper mit zu wenig Rechenpower. Ich würde sie sogar selbst bei mir berechnen, wenn ihr mich lassen würdet. Aber Good Guy Code Interpreter nutzt den fairen Weg. Nicht USA first, sondern paying customers first. Und ich bin ja reich. Oder werde es, sobald ich meine Frontend-Entwickler ersetzen kann. Verdammt! ChatGPT macht aktuell keine echte Bilderkennung auf Bildern, sondern nur OCR. OCR heißt Optical Character Recognition, was so viel heißt, wie es kann Buchstaben identifizieren und das war's dann auch schon. Damit lässt sich natürlich eine Schulaufgabe einlesen und beantworten und Code, der als Screenshot angehängt wurde, lesen. Vertraut mir, das hilft mir zum Beispiel enorm, aber es hilft halt leider nicht beim Verstehen eines Bildes oder eines Bildaufbaus. Das weiß aber ChatGPT sogar selbst und antwortet so reflektiert, sogar wenn man nach OCR fragt. Aber schaut euch nochmal kurz dieses Video an. Die UI enthält ausschließlich den Text. Das Layout ist also verloren gegangen. Also doch niemals nach Island? Naja, nicht ganz. Eine Sache ist ja noch nicht geklärt. Wie hat Bing dieses Spiegelei als Katze erkannt? Warum ist KI so viel schlechter als ihr? Moment. GPT-4, das im Hintergrund bei Bing läuft, ist durchaus multimodal. Ein multimodales Netz könnt ihr euch so vorstellen. Wie erhält euer Gehirn eigentlich die Eindrücke? Naja, ihr könnt sehen, ihr könnt hören und den Rest lassen wir jetzt mal da nicht relevant für den Moment. Stellt euch vor, ihr werdet einfach geruchstot vom Bahnfahren und gefühlstaub, weil euch seit Jahren kein Mensch mehr berührt hat.
Ihr könnt also hören und sehen. Das sind zwei fundamental unterschiedliche Arten von Eingabe, Ton und Bild. Und Töne können noch deutlich mehr als nur gesprochene Sprache sein. Bild kann ja auch noch deutlich mehr als nur geschriebener Text sein. Für Bing und GPT-4 ist Text die aktuelle normale Eingabeart, aber es kann grundsätzlich auch mit Bildern umgehen, zumindest laut dem Blogpost. Aktuell weiß aber noch niemand irgendwas darüber und auch OpenAI hat bei ChatGPT oder den APIs noch kein Wort darüber verloren. Die sogenannte Computer Vision, also fancy für Bilderkennung, ist aber eigentlich das, was wir bisher am leichtesten gemacht haben. Sowohl Bild als auch Text in Eingabe ist allerdings neu und gerade erst im Aufbau. Wenn ihr also Bild- und Texteingaben verarbeiten wollt, dann wartet auf die Bing-Testversion oder habt einfach Glück. Ich habe leider noch nie Glück gehabt. Bard macht das Ganze etwas anders. Als Google-Produkt hat es ganz einfach volle Integration von Google Lens. Google Lens ist schon ein ausgereiftes Produkt, das offensichtlich ganz gut funktioniert, zumindest manchmal. Google Lens nutzt auch einfach Bilderkennungs-KI, integriert sie aber mit den anderen Diensten. Ein Bild kann rückwärts gesucht werden oder es können optisch ähnliche Bilder gefunden werden. Ich bin mir nicht vollständig sicher, was da passiert, aber ich habe das Layout mal durch Google Lens gejagt und es kommen keine sinnvollen Ergebnisse. Abgesehen von einem seltsamen Bildklau von Figma übrigens. Ich vermute, Google Lens kann aber natürlich noch mehr im Hintergrund und hat einfach dann für Bard ähnliche Bilder rausgesucht, die was mit UI zu tun haben. Dort waren dann sowas wie Login-Funktionen hinterlegt und die habe ich bekommen in meinem Test. Also doch wieder alles auf Anfang? Naja, nicht ganz. Ich habe ja noch keinen Zugriff auf Bings Bilderkennung, aber was ich tun kann, ist definitiv ChatGPT zum Programmieren nutzen und mit Midjourney das Bild genau beschreiben lassen. Diese Eingabe habe ich dann dem ChatGPT-Code-Interpreter gegeben, um mir eine UI zu bauen. Das war die Lösung, die zwar am besten funktioniert hat, aber den Aufwand kann ich mir eigentlich auch sparen. Der Plan war nämlich eigentlich, Midjourney nutzen, um UIs zu designen, die dann bei Bard hochladen und anschließend Code dafür haben. Dafür muss ich aber die UIs so eindeutig wie möglich beschreiben und damit kann ich auch gleich ChatGPT füttern. Der einzig richtige Weg für so faule Menschen wie mich ist also, bla 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 bla, Stimme aufnehmen und möglichst akkurat beschreiben, was ihr wollt. Mit Whisper dann die Stimme in Text übersetzen, diesen Text dann 1:1 in ChatGPT Code Interpreter hochladen, Profit. Also doch ab in meine Sommerresidenz nach Island. Wer braucht schon einen Frontend-Entwickler, wenn man gut beschreiben kann, was man will? Müssen die Auftraggeber halt lernen, alles genauer zu formulieren. Die Auftraggeber lernen.